Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Vor 8 Monaten haben wir genau an dieser Stelle mit Alex aka Supercar Blondie ein Video gedreht, das mittlerweile 1,8 Millionen Klicks hat. Welcome to one of the most exclusive car dealerships in the whole of Europe. It is the Automobilzentrum Rhein-Neckar. Check this out. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Hey Omid, das war so krass, wie ihr Supercar Blondie ausgerechnet nach 4,5 kriegen konntet. Right here is over $50 million worth of cars. Wie ist sie wirklich und wie ist das Ganze abgelaufen? Heute verrate ich euch alles über Alex. An dem Tag mit Supercar Blondie hatten wir, wenn ihr euch erinnern könnt, den Hof hier in einem U aufgestellt, die ganzen Fahrzeuge. Auf meiner rechten Seite hatten wir ganz viele Ferrari-Modelle. We have a couple of 488 Pistas, yellow, red. This one is the SF90 Stradale. So we have the F8 Tributo, okay? Beautiful in all black. Auf meiner linken Seite hatten wir die Lamborghini-Modelle aufgereiht. Lamborghini. STO. We have a couple of Aventadors, Aventador SV, two here, and then you have two SVJs. Hinten, wo jetzt die drei Urusse stehen, hatten wir, glaube ich, zwei Black Series McLaren 620R stehen. We got the McLaren, so we got a 720S, McLaren 620R, both of these are. Two AMG GT Black Series, right here side by side. Heute ist das Ganze etwas ruhiger hier im Hof. Aber ich meine, die Autos sind ja nicht weniger schlecht. Ne? Wir haben hier mal eben dreimal Mercedes G63, zweimal McLaren. Dieser McLaren ist noch angemeldet, frisch angeliefert. Den McLaren hier haben wir gerade verkauft, den 720S. Dreimal Lamborghini Urus. Und der Urus in der Mitte, das ist ein Urus Performante. Ne? Eines von ganz wenigen Fahrzeugen derzeit in Europa, was überhaupt schon fährt. Ne? Und wir haben ihn schon da. Und das war die Stelle, das weiß ich noch ganz genau im Video mit Alex, ne, wo sie im Aventador SVJ drin saß und die Kopfhörer der Zuschauer praktisch einmal pulverisiert hat. Today, but I feel like the decibels are like through the roof. I'm just giddy from it. Ich schlage vor, wir machen es genauso wie Supercar Blondie an dem Tag. Bevor wir in unsere ganz teure Halle gehen, wo unsere Heiligtümer stehen, nehme ich euch erstmal mit in unsere große Halle, was nicht wirklich schlechter ist. Kommt mit. Das ist unsere große Halle, wo damals beim Dreh mit Alex ausschließlich britische Fahrzeuge drin standen. Ich erinnere mich noch, ich glaube, es waren McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce und Bentley. We've got the Wraith here, and then we've got the brand new Ghost. I love this color. And then over here, we have the Phantom. This means a lot to me. This is the Bentley Flying Spur. This car right here is the first ever luxury car I got to drive. Heute ist die Halle ziemlich durchgemischt. Ne? Wir haben jetzt auch die Autos etwas anders gestellt, mehr in Reihe und Glied, was nicht bedeutet, dass die Autos weniger geil sind. Ich kann sie euch nicht alle zeigen, ne? Aber ich zeige euch mal ein paar ganz besondere Perlen, wie zum Beispiel hier den Ferrari 488 GTB, in dem Fall noch mit Werkskilometern aus der 70-Jahre-Edition von Ferrari. Ein wirklicher Traumwagen. Hier die 18 und der Streifen, ne? Das ist alles einlackiert. MC20 hier. Maserati hat ja damals reihenweise die Kunden angerufen, die das Auto mit Carbondach bestellt hatten und hat versucht, die Kunden zu überreden, das Carbondach abzubestellen, weil es einfach nicht mehr lieferbar war. Ihr müsst euch vorstellen, wie krass ist das denn? Rolls-Royce, ne? Was geht über Rolls-Royce? Ne? Was haltet ihr von Rolls-Royce? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ne? Ich finde persönlich, Rolls-Royce ist schon geil. Ja? Aber das ist natürlich Geschmackssache. Hier haben wir den Rolls-Royce Dawn. Da hinten haben wir den Vorgänger. Ne? Ich nenne das immer das Dagobert Duck Auto, ne? Eine fahrende Schrankwand, der Rolls-Royce Phantom Drophead. Und das ist ein Cabrio, ne? Ein riesen Cabrio. Guckt mal, ich bin 1,73 Meter groß und schaut mal, wie hoch der Wagen ist. Ne? Für ein Cabrio, das ist doch krass.
Hier in der Halle gibt es ein Auto, Leute, was mir persönlich am meisten am Herzen liegt. Ne? Ich als Händler, ich habe ja die letzten Jahre tausende Autos durchgehandelt. Ne? Und du baust dir nicht wirklich eine Sammlung auf, weil als Händler sagst du letzten Endes immer, das Auto ist zwar klasse, aber wenn ich den Gewinn damit machen kann, dann verkaufe ich es doch. Es gab nur ein Modell, dem ich immer wieder hinterher getrauert habe über all die Jahre, dass ich es nie behalten habe. Es ist jetzt nicht mal das teuerste Auto hier in der Ausstellung. Es ist jetzt kein Lamborghini Aventador, es ist aber auch kein Porsche. Hier ist der Wagen. Mein persönliches Lieblingsauto, und da seht ihr auch, das Auto ist zugelassen mit meinen Initialen und meinem Geburtsjahr. Ja, ich bin 1986 geboren, bin Stand heute 36 Jahre alt. Der Mercedes SLS AMG, ne? Der legitime Nachfolger für mich vom SL 300 Gullwing, in dem Fall sogar als Final Edition. Und an dem Tag, wo ich das Auto angekauft habe, habe ich gesagt, Jungs, das Auto verkaufen wir nicht. Weiter geht's. Ich habe noch so viel, was ich euch zeigen kann. Ne? Alex war hier und dann ist sie ja rübergelaufen in unsere Aufbereitung. Auch da nehme ich euch mal mit. Mal gucken, was dort los ist. Tada! This is where they do some cool stuff. Die Jungs in unserer Detailing-Abteilung wissen nicht, dass wir jetzt reinplatzen werden. Wir machen das einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken. Rina, erinnert ihr euch noch an Rina? Sie war schon vor 8 Monaten hier. Bist du immer noch da? Okay, what are you doing now? I do the ceramic coat. Ceramic coat, look. Yes. So this is how it actually is applied. This actually protects the car's paint. Yes. Durftest du zwischendurch mal nach Hause oder hast du durchgearbeitet? Durchgearbeitet. Leute, erinnert ihr euch noch an den Bugatti Veyron? Im Supercar Blondie Video, da war das Auto bei uns im Showroom, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Ne? For me, it's the most undervalued car on the market, because this car paved the road for every car which you can see in this showroom. In the mid-2000s, we had more than 1000 horsepower. Yeah. We have more than 400 kilometers top speed. Yeah, yeah. And this all in this landmark, in this icon of engineering. So this one here is for what, 1.39? Or 1.4, yeah. Having a 16-cylinder car, you will never have this again. Mm. Yeah? And it's, here it costs you around 4 million. And here you have 1.4. And this is the ancestor of this one. This is one bloodline. So this car shouldn't be missing in any car collection. I'm damn sure that this will go up to 2 million euro in a couple of years. Oh, so you're saying this one's a good investment? It is, for sold. Sure. Mittlerweile, wie ihr am Kennzeichen sehen könnt, haben wir das Auto nach Belgien verkauft. Ne? Und jetzt ist der Wagen gerade mal wieder zur Aufbereitung bei uns. Also da seht ihr auch, das ist das, was wirklich passiert. Autos kommen, Autos gehen, auch in dem Preissegment passiert immer wieder was. Für mich immer noch eines der schönsten Autos. Ich habe das Auto ja schon damals besonders gelobt im Video mit Alex und immer noch für mich zeitlos. Er wurde nur schöner in den letzten 8 Monaten, finde ich. Jetzt nehme ich euch mit in unsere exklusive Halle, wo die teuersten Fahrzeuge stehen. Wir sind übrigens wirklich genau in der Reihenfolge jetzt das Ganze abgelaufen, wie es Alex auch vor einem Jahr gemacht hat. Das Krasse war, ne, ich habe ja damals den Drehtag mit Alex gehabt und ich habe dann morgens gedacht, oh, jetzt kommt ein riesen Kamerateam, das ist ja Supercar Blondie. Dann standen sie morgens da, Alex und ihr Ehemann Nick, super sympathische Leute. Also ich hätte das nicht gedacht, die waren so nett und auch die Arbeit mit den beiden war so professionell. Und dann habe ich die beiden gefragt, wo ist der Rest? Und dann haben sie mich angeguckt und gefragt, welchen Rest meinst du denn? Ne? Und ich habe gemeint, ja, das Kamerateam, die Tonleute etc. pp. Und dann haben sie mich nur angeguckt und gesagt, nee, nee, das machen wir zu zweit. Wir sind ein eingespieltes Team. Ne? Und das ist so bewundernswert, ne? Wie die beiden auch als Ehepaar funktionieren. Das war krass. Ne? Nick macht Kamera und Ton in einem und die sind ja aufeinander eingespielt. Also Nick weiß ganz genau, wann Alex was macht. Und tada, wir machen auf. An dem Tag mit Alex hatten wir hier in unserer Haupthalle nur 7 Autos stehen. Wir hatten damals relativ viele Hypercars hier stehen. Come on in, guys, look at this. They have over $25 million of cars in this room alone. Porsche 918, Ferrari LaFerrari, and over here we have an Aperta, but not just an Aperta, it's the 70th year edition. So this one's even more rare, more exclusive. And then you've got the Speedtail over here, and then
the Chiron, the Veyron, and one of my personal favorites, the Ford GT. Von der Idee her haben wir alles genauso gelassen. Ne? Dort, wo die beiden LaFerrari standen, haben wir jetzt immer noch Ferrari stehen, in dem Fall 4 Stück. Ne? Wir haben den Ferrari SF90, ne? Das schnellste Auto, das Ferrari je gebaut hat, mit über 1000 PS. Was haltet ihr von den Hybridmodellen? Ne? Da scheiden sich ja die Geister. Wir haben ja immer noch einen Achtzylinder mit 780 PS und dann nochmal 220 PS E-Antrieb. Was haltet ihr davon? Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Ansonsten, klar, im Moment vielleicht das heißeste Auto immer noch bei Ferrari, der 812 GTS. Ne? Praktisch die offiziell, oder damals war es angekündigt, als die letzten offenen Zwölfzylinder von Ferrari, weswegen die Autos auch im Wert so unheimlich gestiegen sind. In dem Fall einmal im Blue Pozzi und dann nochmal in Rosso Corsa. Mega geile Autos, wie ich finde. Wir hatten ja hier den McLaren Speedtail stehen. Dafür haben wir jetzt dreimal McLaren 765 LT Spider. Praktisch die Speerspitze von McLaren. Ne? Auch hier wieder offen, 765 PS. Der 812 GTS hat zum Beispiel 800 PS. Und was seid denn ihr so vom Typ her? Würdet ihr sagen, ihr seid mehr der Typ McLaren oder mehr der Typ Ferrari? Da bin ich auch ganz gespannt auf eure Meinung. Es geht aber weiter. Wir haben ja noch viel mehr Autos hier. Felix, komm mit. Den Huracan STO. Da hinten haben wir einen 620R. Lamborghini Performante, in dem Fall als Novitec-Umbau mit dem ganzen Forged Carbon. Das sieht schon gut aus. Wir haben hier den 911 Sport Classic stehen, kannst mal drüber schwenken. Und dann haben wir auch hier in Goldfarben den 911 Turbo S Exklusivmanufaktur. Aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Schätzen, ne, was wir gerade so dastehen haben. Zum einen, ich glaube, das Auto habt ihr schon gesehen oder werdet ihr auch demnächst im ein oder anderen Video von uns sehen. Unseren Bugatti Chiron Sport, ne, mit dem Kennzeichen HP für Heppenheim. Und dann nochmal HP für Horsepower 1500. This is your Bugatti Chiron Treasure Box. Ta-da! All carbon fiber box. Okay, open this. Look at this. This is your Chiron Speed Key. This unlocks the top speed of your Bugatti Chiron. Right, we're gonna test this out, okay? Boom. Wir fahren ja dieses Jahr unter anderem auch den Gumball mit, ne? Den Gumball 3000 und das mit dem Bugatti Chiron Sport. Leute, ich sag euch, ich bin ja in normalen, ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen und habe mir alles selbst erarbeitet, ne? Mühselig. Ne? Und es ist heute noch, ne? Ich muss mich ja immer wieder kneifen, wenn ich hier drin stehe und die Autos sehe. Ich hätte mir als Kind ja nicht vorstellen können, überhaupt nur eines von diesen Autos mal anfassen zu dürfen. Geschweige denn drin zu sitzen. Und dieses Jahr werden wir beim Gumball mitfahren, ne? Mit einem Bugatti Chiron Sport. Ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet. Das ist unglaublich. Ne? Also das wird die Erfahrung meines Lebens sein. Und natürlich werden wir euch auch da mitnehmen. Wir haben hier unter anderem auch ein ganz aktuelles Auto, den Aventador Ultime. Die Aventador-Reihe von Lamborghini war ja sehr lange auf dem Markt. Ne? Viele, viele Jahre, knapp 10 Jahre ungefähr. Und Ultime praktisch die finale Version. Davon wurden nur als Roadster 250 Autos gebaut und wir haben einen da, in dem Fall auch wieder in Mattschwarz, ein Traumwagen. Was sagt ihr? Knapp 900.000 Euro für einen Aventador. Ist das Auto das Geld wert oder würdet ihr sagen, boah, das ist schon viel Geld für so einen Aventador? Ich nehme euch jetzt mal mit in mein Büro, weil da hing ein Bild, das Alex richtig geil fand. Und zwar, wer könnte es Geringeres sein als The Wolf of Wall Street. Da haben wir uns relativ lange drüber unterhalten. Die fanden den Film genauso witzig, wie ich ihn fand. Und ja, ansonsten, das ist mein Büro, mein Schreibtisch. Hier sitzen meine Kunden. Ansonsten habe ich hier an der Wand mein Rennrad. Ganz witzige Anekdote. Ich bin eine Zeit lang relativ lange und relativ gut Rennrad gefahren. Habe mir dann dieses Ultra-Mega-Bike zusammengestellt. Und ja, als es dann da war, habe ich mich entschieden, einen Flugschein zu machen und habe aufgehört, Fahrrad zu fahren. Seitdem hängt das Fahrrad wie ein Gemälde bei mir an der Wand. Was ich mir noch überlegt habe für heute, ne? Das ist ja der Moment gewesen damals. Im Anschluss haben wir uns ja entschieden, als Alex hier war, mit ihr zum Burger King zu fahren. Ne? Und da habe ich sie ja ganz gemein auf Deutsch bestellen lassen. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Okay. Ich kriege eine Portion 9 Nuggets. Welche Sauce hast du? Mit extra süß-säuer-Sauce. Ja, haben Sie auch einen Wunsch? Damals hatten wir ja noch unseren weißen Bugatti hier. Und was wir doch heute machen könnten, ist,
dass wir unseren schwarzen Bugatti nehmen. Wir fahren wieder zum Burger King und zwar zum gleichen. Damals war ich ja Beifahrer bei Alex. Alex ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz. Heute sitze ich hinterm Lenkrad und wir gucken mal, wer kann schneller bestellen bei Burger King. Alex oder ich? Ich sehe euch gleich drüben. Ansatz hätte ich mir das erträumen lassen. Ich habe ja ganz normal mein Abi gemacht, komme aus einer ganz normalen Familie, habe dann BWL studiert, habe meinen Bachelorabschluss gemacht, meinen Masterabschluss gemacht, habe da aber schon nebenher mein Gewerbe angemeldet, habe nebenher mit Autos gehandelt. Das wurde dann mit der Zeit immer größer. Ne? Ich habe aber auch 7 Tage die Woche gearbeitet und da sind wir jetzt, wo wir heute sind. Und ab jetzt nehme ich euch auf meine Reise mit. Mein großes Ziel ist es, der Nummer 1 Händler in Europa zu werden. Der erste Ansprechpartner für alle, die einen Super- oder Hypercar kaufen wollen. Ob ich das schaffe, steht in den Sternen. Aber ab jetzt werde ich euch auf meine Reise mitnehmen. Und ihr werdet mein ständiger Begleiter sein. Also, ich freue mich. Abonniert meinen Kanal, liked die Videos, teilt die Inhalte. Man erweckt mit einem Bugatti natürlich überall, wo man ist, immer relativ viel Aufsehen. Ich sag immer, Autos müssen geteilt werden, gerade solche Autos, die nicht alltäglich sind. Ja? Teilt die Freude mit den Menschen, lächelt auch aus den Autos raus, wenn sie reinlächeln, die Menschen. Nimmt auch mal jemanden mit, der sich darüber freut, der sonst nie in so einem Auto sitzen könnte. Ja? Die Freude, die ihr den Menschen schenkt, das kriegt ihr ja auch um ein Vielfaches wieder zurück. Ich wurde ja einige Male gefragt, sag mal, wie fährt Alex eigentlich? Kann sie gut Auto fahren? Und die Antwort ist ganz klar ja. Die Frau hat schon in so vielen Hypercars gesessen. Ich habe mich immer wohlgefühlt neben ihr und in jedem Augenblick war sie auch völlig souverän, was das Auto angeht. Also da 10 von 10 Punkten, was die Fahrskills von Alex angeht. Daumen hoch. Hallo. Wow. Also das ist keine G-Klasse, wie klatscht denn du die Tür zu? Also Leute, ihr merkt es schon am Tür zu klatschen. Diese zierliche Grazie neben mir ist Serkan. Serkan, guck mal, wie vorbildlich. Er schnallt sich an, obwohl wir nur durch den Drive-Thru fahren wollen. Also Serkan nimmt jetzt meine Position ein, damals, als Supercar Blondie gefahren ist. Ich durfte ja damals neben Supercar Blondie sitzen, was auch total komisch war. Ne? Du hast da einen Weltstar, ne? Mit dem willst du drehen. Und dann sagen sie dir, ja, kannst du mal mit deinem iPhone mitfilmen? Und tatsächlich sind die Aufnahmen, die ich ja dann damals mit meinem iPhone gemacht habe, später auch verwendet worden. Also so banal sind die Dinge manchmal. Also diese zierliche Grazie neben mir ist praktisch der Omid von vor 8 Monaten. Serkan filmt aus meiner Position heraus. Alex hat 7 Minuten und 14 Sekunden gebraucht, um zu bestellen. Meine Challenge ist es, schneller als Alex zu sein. Keine Felge kaputt zu machen. Denkt dran, auch beim schwarzen Bugatti kostet die Felge 20.000 Euro pro Stück. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ich darf nichts kaputt machen. Ich gehe jetzt Essen bestellen. Also es ist auch nichts gestellt. Ne? Also die Leute vom Burger King wissen nicht, dass wir vorbeikommen. Alex hat ja damals wahnsinnig Probleme mit der Einfahrt hier gehabt. Mal sehen, ob das wirklich so eng ist. I just got a reminder from Obid that it is 20k per rim. So here we go. Also ich muss sagen, ich fahre ja auch nicht täglich mit einem Bugatti durch den Drive-Thru. Okay, es ist wirklich etwas unübersichtlich. Aber ich glaube, das passt. Jetzt müssen wir noch den Gang einlegen. Und okay, das ist nur auch, Gott sei Dank, da ging gerade neben mir so eine Tür auf, so eine Blechtür. Ich habe gedacht, ich habe eine Felge zerkratzt. Aber das war nur die Blechtür. So, wir dürfen keine Zeit verlieren, ne? Hallo.
Ich kriege 9 Chicken Nuggets mit extra Süß-Sauersoße, einen Chicken Burger mit extra Mayo, aber ohne Essiggurken und eine große Portion Pommes, bitte. Ja. Danke. Okay, aber die nächste Kurve, das ist ziemlich eng hier. Ich meine, ich muss gestehen, ich habe schon so einige Felgen im Drive-Thrus tatsächlich zerkratzt. Also ich kann die Aufregung von Alex von vor einem Jahr schon verstehen. I have one piece of advice for anyone watching. Do not go through a Burger King with a Chiron. It is the most stressful thing you'll ever do in your entire life. So, ganz langsam. Also ich habe hier praktisch einen Einsatz von 80.000 Euro für die Räder. Aber das passt. Ich bin rum, Leute. So, jetzt die erste Hürde, das Bezahlen. Zahlt man hier oder alles am nächsten Fenster? Ich glaube, das passiert alles am nächsten Fenster. Das ist gemein. Jetzt steht ja noch ein Auto vor uns. Damals stand kein Auto in der Reihe, in der Schlange. Ne? Damals konnte Alex direkt durchfahren. Aber der Kia fährt auch schon weg. Und wir fahren weiter. Zerkan, wie viele Minuten haben wir auf der Uhr? 3:35. 3:35. 7:14 gibt es zu schlagen. Hallo. Ich zahle mit Karte, bitte. Alles drin? Dankeschön. Danke. Don't spill it, whatever you do. So, you take that one. It's the first time a Bugatti driver is buying me a Coke. You're welcome. I feel so blessed. Wir haben noch gute 2 Minuten, um hier rauszukommen. Ich fahre rückwärts. Ich zeig das einmal, wie eng das ist hier. Jetzt hier nochmal relativ eng das Ganze. Serkan, was sagt die Uhr? 5 Minuten 45. Das ist echt eng, Leute. Das ist scheiße. Kein Wunder, dass Alex damals trotz ihrer Fahrskills die Schweißperlen auf der Stirn standen. You're doing great. This is the most stressful day of my life, Omid. They told me it should be fun, but it's not. It's not fun at all. This is not fun. All I wanted was a burger. Hello. Yes, it's me. I'm in a Chiron. And I didn't scratch any rims. Yeah, we did it. Yeah. We did it. Wir haben hier ja auch unseren Nuno draußen, der guckt mit mir. Wir wollen ja nichts kaputt machen, wir wollen ja nur ein cooles Video drehen. So, aber Serkan, was sagt die? 6:05. 6:05. Ich habe jetzt noch für die nächsten 10 Meter 1 Minute und ein paar Sekunden. Und wir haben es geschafft. Was sagt die Uhr? 6:14. Alex hat 7:14 gebraucht. Ich war genau 1 Minute schneller als Alex. Alex, liebe Grüße nach Dubai, wo du ja lebst. Was ganz gemein war damals, was viele nicht wussten. Ich wollte ja Alex eine Falle stellen. Ne? Und Teil der Challenge war es, dass sie auf Deutsch bestellen muss. Und ich dachte, sie kann ja gar kein Deutsch, weil sie ist ja gebürtig Australierin. Ne? Und ja, dann dachte ich, das wird jetzt eine mega witzige Sache. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Alex einige Jahre in der Schweiz gelebt hat und ziemlich gut Deutsch reden kann. Eine Chicken Burger mit extra Mayo, bitte. Aber ohne Essiggurke. Also so schwer war das nicht. Wie dem auch sei, ne? Ich hab's geschafft, 1 Minute schneller als Alex. Alex, nimmst du meine Herausforderung an, nochmal hier durchzufahren und schneller als 6:14 zu sein? Sag mir Bescheid, mein Bugatti steht dir zur Verfügung. Ich sehe euch demnächst, Leute. Bis dann.